Hallo, endlich mal wieder ein Video und zwar in meinem neuen Zimmer. Also ich freue mich wirklich sehr, aber jetzt ist das erste Video, was wirklich in meinem Zimmer gedreht wird. Und ich bin so, so froh, dass das endlich alles, zumindest der erste Teil, vonstatten gegangen ist. Nicht irgendwie reibungslos, aber es ist getan. Und ja, deshalb habe ich jetzt endlich ein bisschen Zeit, mich selber damit zu beschäftigen, was ich irgendwie gekauft habe und euch zu zeigen. Deshalb gibt es heute einen Einkauf mit ganz verschiedenen Sachen, die ich euch zeige. Und bevor ich damit beginne, eine Frage an euch. Bitte schreibt mir in die Infobox eure Antwort dazu. Ich habe ja ein Video gemacht mit einem neuen Bereich, Schuhproduktvorstellung, und wollte verschiedene Schuhsorten, Schuharten oder einzelne Schuhpaare vorstellen. Und viele haben gesagt, ja, sie würden sich eher wünschen, dass ich Spaten mache. Ich habe jetzt den Converse Chuck vorgestellt und finde, der passt nicht so wirklich rein. Habe aber noch einen, das ist ein Vans, den ich auch sehr klassisch finde, und überlege, das Video nochmal zu drehen, also runterzunehmen und nochmal zu drehen und dann halt eine Sparte sozusagen, sportliche Halbschuhe. Und dann eben dieses Converse-Paar und das Vans-Paar zu machen. Wollt ihr sowas eher? Dann kann ich auch, wenn ich das abdrehe, hoffentlich ein Outfit of the Day machen, weil ich ja jetzt hier ein bisschen Platz habe und auch mich in meinem Zimmer frei rumbewegen kann. Dann schreibt mir das in die Kommentarbox, dann mache ich das gerne, weil das soll eine Serie werden, wo noch viel kommt. Und wenn das erste Video aber nicht so gut ankommt, dann ergibt das irgendwie alles keinen Sinn und dann drehe ich das lieber nochmal so, wie ihr das haben wollt und werde das dann auch so beibehalten. Also schreibt es in die Infobox. Jetzt geht es aber los mit dem Einkauf. Ich fange mal mit den Lebensmitteln ein. Und zwar war ich bei DM und weil es das ja hier nicht gibt, schlage ich da immer zu und habe mir Vollkornspaghetti gekauft. Stiftung Ökotest sehr gut von Alnatura. Und dann habe ich mir gekauft Naturreis, Langkorn. Und dann, ich glaube, Andrea hatte mir das empfohlen. Also wenn das nicht schmeckt, dann bist du schuld. Hokkaido-Kürbis, das ist so ein Brotaufstrich. Auch von Alnatura. Und dann als letztes ein Honig. Und zwar esse ich sehr, sehr viel Honig und sehr gerne. Und ich kaufe eigentlich immer von Alnatura den meistens. Hatte jetzt aber irgendwie nicht die Chance gehabt, den zu kaufen. Habe dann irgendeinen von Lidl oder so gekauft und das war ganz schrecklich. Und deshalb habe ich mir in unserem Museum zu Hause den hier gekauft. Echter deutscher Honig. Und das ist jetzt Kornblume. So sieht der aus. Und das war's an Lebensmitteln. Dann war ich bei IKEA und habe mir natürlich ganz viele Möbel gekauft. Das werdet ihr auch noch alles sehen. Ihr könnt mir auch mal in die Infobox schreiben. Heute wird ganz viel geschrieben. Ob ihr so ein provisorisches Wohnzimmer-Tour-Video haben wollt oder erst, wenn es richtig fertig ist, weil das wird wirklich noch eine Weile dauern. Ja, also was ich jetzt gekauft habe bei IKEA ist ein Bett, Kommode, Kleiderstange, Lampen und so. Und das steht jetzt alles schon. Und dann habe ich mir gekauft diese Kleiderbügel. Und zwar, also ich glaube, jetzt ist alles noch echt bunt. Ich habe auch noch so Orangen und Weiße. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, weil ich habe jetzt einen Kleiderständer. Oder ob ich alle in einer Farbe haben will. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall schwarz gekauft, weil ihr wisst, Schwarz und ich, große Liebe. Aber ja, die haben jetzt diese dünnen. Weil bei IKEA gab es immer nur diese dicken und die fand ich immer, die haben so viel Platz eingenommen dafür, dass man zum Beispiel nur eine Bluse aufhängen wollte oder so. Und die sind jetzt schön dünn. Aber es sind nur 4 Stück. Ich weiß nicht, wie viel bei den anderen immer drin waren. Und die kosten trotzdem 80 Cent. Also es das heißt trotzdem, aber ne? Ich glaube, die waren mal günstiger. Aber das ist in Ordnung. Jetzt habt ihr mal einen Nieser mitbekommen. Und dann habe ich mir mal, das habt ihr bestimmt mal im Hintergrund gesehen, so einen schönen Kissenbezug gekauft. Weil ich dachte,
Das ist der passende zu einem Kissen, was ich habe. Und dann habe ich gesehen, dass das Kissen viel kleiner ist. Und jedenfalls habe ich gedacht, ist mir jetzt egal, wie viel dieses Kissen kostet. Ich werde mir jetzt das passende Kissen kaufen. Und zwar ist das 65 mal 65 Zentimeter großer Astat. Und das war relativ teuer. Es hat, glaube ich, 10 € gekostet. Und ich kann euch mal. Bitte achtet hier nicht so drauf. Ist alles noch nicht so eingerichtet. Das ist der Kissenbezug. Und den finde ich halt sehr, sehr schön. Und das ist eben der passende für das Kissen. Ja, das war's von IKEA. Dann, was ich jetzt als letztes gekauft habe, ist diese Foundation, die habe ich auch gerade drauf. Sie passt von der Farbe nicht perfekt. Also ich kann damit arbeiten, habe ich ja jetzt auch. Man sieht auch nicht irgendwie einen Unterschied. Aber wenn ich es auftrage, sehe ich, dass es nicht die perfekte Farbe ist. Aber es ist auch immerhin eine unter 4 € Foundation. Die habe ich euch schon tausendmal in die Kamera gehalten. Die habe ich auch ganz lang gehabt. Die Essence Day All Day Long Lasting Make-up. Die habe ich ganz lang gehabt. Habe dann aber erstens gedacht, jetzt ist langsam Schluss. Die hast du schon viel zu lang. Zweitens hat die Farbe nicht gepasst. Und ja, drittens habe ich gedacht, die haben vielleicht auch die Formulierung ein bisschen geändert. Man weiß es ja nicht. Und das ist jetzt die Farbe Soft Honey 40, also die dunkelste. Ja, und die passt ganz gut, weil ich habe euch ja gesagt, meine Haut ist ein bisschen dunkler geworden, alle Foundations sind mir zu hell und ich hatte jetzt aber keine Lust dafür, dass ich jetzt noch einen Monat dunkel bin, mir eine 40 € Foundation zu kaufen. Und weil ich mit der gute Erfahrung gemacht habe, also die hier. Ja, und die Healthy Mix habe ich nochmal probiert und irgendwie ist meine Haut noch schlimmer geworden. Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie stressbedingt ist, weil hier echt alles drunter und drüber läuft. Oder ob das irgendwie echt davon kommt. Also es ist gerade, ich kann es echt gerade nicht einschätzen. Achso, und weil noch ganz viele gefragt haben, es ist so, ich bin innerhalb von meiner Stadt umgezogen und habe ja vorher im Wohnheim gewohnt und da ist es so, man muss zu einem bestimmten Datum ausgezogen sein. Dann hatte ich aber noch kein Zimmer und es war alles echt auf dem letzten Drücker und dann hab ich irgendwie noch ein Zimmer bekommen. Bin dann erstmal eingezogen, das heißt, ich hatte hier nur in diesem Zimmer nur Kisten und Mülltüten drin. Komplett kein Platz. Dann haben wir gerade noch so ein bisschen Platz geschaffen, dass ich so eine dünne Klappmatratze hinlegen konnte und habe da darauf erstmal geschlafen. Also es war echt alles und dann hat es hier reingezogen, weil die Balkontür nicht dicht ist und bla bla bla. Und es war irgendwie alles nicht so wirklich Knüller. Und dann kam halt dazu, dass mein Vater eigentlich herkommen wollte mit einem Kollegen. Und im Endeffekt ist es so gekommen, dass ihm abgesagt wurde, meinem Vater, und der Transporter nicht da war und mein Vater nicht kommen konnte. Und so hätte ein Transporter zwischen 300 und 500 € gekostet für die Entfernung. Und es war einfach alles hin und her. Und im Endeffekt musste ich mir jetzt neue Möbel kaufen und habe eigentlich überhaupt kein Geld dafür gehabt. Und das war auch nicht im Budget drin. Und ja, also es war alles echt wirklich, wirklich stressig und dann kam halt auch noch dazu, dass bei mir noch nicht sicher ist, ob ich jetzt überhaupt hier bleibe oder ob ich was ganz anderes mache, berufsbedingt. Und ja, deshalb war irgendwie alles, ich wusste nicht so richtig, soll ich mich jetzt hier einrichten und nicht. Deshalb ist alles noch provisorisch. Das kommt jetzt erst die nächsten Wochen, Monate raus, was mit mir passiert. Aber ja, deshalb auch diese Stimmung im letzten Video, weil ich konnte echt nicht mehr und ich bin auch immer noch nicht fit. Ich muss auch gleich wieder arbeiten. Das kommt auch noch dazu, dass ich echt lange, lange Wochen habe und ich komme dann immer so zwischen 7:30 und 8 nach Hause. Dann ist es dunkel, dann habe ich auch, bin ich müde und habe keine Lust mehr und auch, ja, keine Zeit, irgendwie will ins Bett und also entschuldigt das, aber ich versuche, dass das hier ein bisschen besser wird. Mit den Videos, was ist das denn hier? Ja, dann hat eine Freundin von mir eine ganz tolle Haarkur empfohlen. Die habe ich aber nirgendwo gefunden. Und dann bin ich in das Reformhaus bei uns zu Hause gegangen und habe mich ein bisschen beraten lassen und habe das hier mitgenommen. Und zwar ist es das erste Produkt seit langem, wo ich noch keine Review zugehört habe, noch keine Empfehlung, gar nichts, auch noch nichts von dieser Firma. Schönenberger heißt die, Extra Hair Hair Care System. 2 Minuten Haarkur und das ist mit Arganöl. Und zwar habe ich mir angeguckt, die Inhaltsstoffe sind wirklich gut. Oh, ich weiß nicht, ihr könnt das glaube ich nicht so gut erkennen. Und jedenfalls kommt schon ziemlich
früh, 1, 2, 3, 4, an fünfter Stelle kommt schon Arganöl. Und davor kommt sowas wie Wasser, Alkohol, chinesisches, irgendein Öl und dann Glycerin und dann kommt schon Arganöl. Ist ja auch egal, jedenfalls ziemlich früh, weil es gibt ja auch Sachen, wo steht, wo da steht mit Arganöl und dann kommt das irgendwie an zweitletzter Stelle, irgendein Konzentrat oder so. Ist bei dem nicht so. Ja, und da bin ich aber gerade am Austesten. Die Flasche sieht so aus und das Ganze hat gekostet 11 Euro, also 10,95. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir gekauft. Ich habe euch ja erzählt. Also ich habe mir nochmal eine neue Cien Hautpflegecreme gekauft. Das ist die von Lidl. Und die benutze ich jetzt aber nur für meinen Körper. Und zwar auch nur für bestimmte Stellen, die zwar empfindlich sind, wo ich also keinen Duftstoff, nicht so dollen Duftstoff haben darf, aber auf jeden Fall nicht fürs Gesicht. Weil ich habe die jetzt so lange in meinem Gesicht benutzt, bis die Creme alle war. Und meine Haut ist nicht besser geworden, sondern eher schlimmer geworden. Also habe ich gedacht, sie ist vielleicht einfach nicht geeignet für mein Gesicht. Ich habe gesagt, okay, die ist alle. Jetzt brauche ich eine neue. Und dann habe ich mir überlegt, Jasmin, eigentlich ist es völlig bescheuert zu sagen, ich gebe für eine Gesichtscreme nicht mehr als 5 Euro aus oder was auch immer. Und sich dann so eine 30 oder 40 Euro Foundation zu kaufen oder was auch immer, wo ich mir überlege, ich preise immer an, wenn die Haut gut ist, bitte keine Foundation tragen und dann sozusagen tue ich nichts dafür, weil manchmal ist es ja auch einfach so, dass Qualität mit einem höheren Preis gleichzusetzen ist. Jedenfalls habe ich mir gedacht, so, ich bin gerade im Müller, ich bin gerade bei dieser Sparte, ich kaufe mir jetzt diese Creme, ich habe schon so viel darüber gehört, es soll der Bestseller von der Marke sein und Andrea meinte wohl auch, dass sie gut ist, also habe ich sie mir gekauft. Es ist die Corys Wildrose Creme. Hier steht es dann auf Deutsch. Wildrose 24 Stunden. Feuchtigkeitscreme für einen strahlenden Teint mit SPF 6. Für normale bis trockene Haut. Ja, ich habe noch den Karton, weil, wenn es immer so teure Sachen sind, freue ich mich immer riesig. Und ich habe sogar noch diesen Beipackzettel und räume das dann immer wieder rein, weil ich das so schön finde. Die Verpackung ist auch so schön. Ja, und so sieht die aus. Und die Creme, die benutze ich jetzt schon seit 2, 3 Wochen und da ist eigentlich so gut wie gar nichts raus. Da seht ihr ein bisschen. Und die riecht ganz, ganz zart nach Rose. Aber nicht irgendwie so eklig, sondern wirklich ganz zart. Aber da kann ich jetzt auch noch nichts zu sagen. Im Moment, aber ich glaube tatsächlich, ist das irgendwie stressbedingt, ist meine Haut so schlimm wie noch nie. Und ich habe hier auf meinen Wangen. Ja, da seht ihr das. Überall so wirklich Pickelchen und das habe ich sonst nie. Und ich bin gerade sehr, sehr frustriert und deshalb kommt auch das hier zum Einsatz, weil ohne traue ich mich echt gerade nicht aus dem Haus. Naja, jedenfalls teste ich die gerade noch. Ja, dann habe ich mir gekauft Colgate Zahnbürsten Kariesschutz mit einer Zahnbürste gratis. Dann habe ich mir gekauft Kosmetiktücher, solche habe ich immer für alles. Die sehen einfach schöner aus, als wenn man eine Taschentücherbox im Zimmer stehen hat. Und dann, ich halte es auch nur mal ganz kurz in die Kamera. So kurz. Nein, ein bisschen länger. Zuckerschnute, Balea Young, Dusche und Bodylotion. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von diesen ganzen Schnulli da, Limited Edition, alle müssen es haben. Aber es riecht so gut, so gut. Ja, die habe ich auch schon benutzt. Die pflegt okay. Also diese hier pflegt viel besser, aber die duftet halt einfach genial. Genial, so nach einem so nach Zitronencreme, ein bisschen Käsekuchen. Ich merke gerade, irgendwie werde krank. Ja, und die Dusche, weil ich einfach tatsächlich mal kein Duschbad mehr hatte. Also werden die dann in Verbindung getragen und dann sage ich euch mal, wie lange das hält. Dann kommen, glaube ich, als letztes, na fast, habe ich mir diesen Better Than Gel Nails Top Sealer endlich mal gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon benutzt habe. Ich glaube schon. Ich glaube schon, aber länger haben meine Nägel, also
mein Nagellack nicht gehalten. Ich denke aber mal, es ist vor allem auch die Tatsache, dass das immer vom Nagel abhängt. Und das ist bei mir einfach so, dass es nicht lange hält. Dann habe ich dieses Buch. Und das heißt, So schmeckt die Welt. Das große Buch der internationalen Küche. Und das ist richtig, richtig dick und richtig, richtig schwer. Und ich glaube auch richtig, richtig gut. Das habe ich aber nicht gekauft, das habe ich von Mami geschenkt bekommen. Und da freue ich mich schon sehr, wenn ich endlich ein bisschen Zeit habe, mich in mein Bett zu kuscheln und ein bisschen zu stöbern und inspiriert zu werden. Und dann als letztes habe ich noch, noch ein paar Sachen. Dirty Duschgel, davon gibt es auch ein Parfüm, aber ich konnte mich irgendwie nicht dazu durchringen, so viel Geld auszugeben, weil es ja schon ein bisschen teurer. Aber eigentlich auch nicht so viel. Ich glaube, ich kaufe es mir noch. Aber erstmal benutze ich das jetzt. Duschgel Dirty von Lush. Und das riecht extrem gut. Und das Parfüm dazu, oh, riecht so gut. Bei Lush gibt es ja so drei Arten von Parfums. So ein Stick, dann so ein Atomizer heißt es. Das ist so ein langes Ding. Das zeige ich euch gleich noch. Ich habe noch einen davon. Und dann gibt es normales Parfum. Und diese Atomizer kosten, glaube ich, um die 20 Euro. Und ich habe immer gedacht, naja, also wenn das Parfüm doll riecht, der Atomizer riecht bestimmt, ist bestimmt wie so ein Eau de Toilette und verfliegt nach 2 Sekunden. Fehlanzeige. Wenn man davon 2 Spritzer irgendwo hin tut. Also ich habe bis jetzt zu dem, den ich schon habe, so, so viele Kommentare bekommen und ganz viele Komplimente dafür, dass es super gut auf meiner Haut riecht, super krass riecht. Und es sind wirklich immer 2 Spritzer. Ich habe meistens hier im Nacken ein und dann hier und dann verteile ich ihn einmal so. Also drückt meine Handgelenke aufeinander, nicht rubbeln, sondern nur drücken. Und das hat gereicht, dass ich den ganzen Tag danach gerochen habe. Ich zeige euch jetzt mal den, den ich noch habe. So, also ich habe diesen hier. Und zwar heißt der Lust. Und der ist schon so ein bisschen eingefärbt. Aber der ist Lust und der riecht so. Ich habe noch kein Parfüm drauf, das kann ich euch gleich mal vorführen. Obwohl ihr riecht es ja nicht, schade eigentlich. Aber der riecht extrem krass und der riecht nach Jasmin. Da bin ich also immer sehr erfreut drüber. Das wusste ich aber vorher nicht. Und das ist der Atomizer und der Atomizer riecht aus der Flasche original extrem krass und auch wenn ihr ihn aufsprüht, also wenn ihr euch überlegt, ein Parfüm zu kaufen, der kostet, ich weiß gar nicht, wie viel ist da drin, da sind zwar 10 Milliliter drin und es kostet, glaube ich, so 18 bis 20 Euro, aber wenn ihr euch überlegt, bei mir ist es so, beim normalen Parfüm sprühe ich einmal drumherum und trotzdem rieche ich nichts und bei dem ist es so, wie gesagt, 2 Spritzer und ihr kommt damit echt lange hin. Ja, ist noch was drin. Ihr kommt damit echt lange hin und das Geld lohnt sich. Wenn ihr denn einen Duft findet, der euch gefällt. Das war's zum Kosmetikkram und so. Jetzt noch Klamotten. Und zwar war ich mit meiner lieben, süßen Andrea einkaufen in Hamburg. Und dann waren wir bei Koss. Und ich wollte mir, ach, das ist so schlimm, eigentlich ist es dort tatsächlich so, dass ich eigentlich nie was finde, was mir steht oder passt oder sowieso oder überhaupt gefällt. Und dann bin ich mal ganz froh drüber, weil das ja eigentlich eher teurer ist. Aber diesmal war es so, dass ich tatsächlich irgendwie mit 10 Sachen oder so in die Umkleide bin. Ich hätte noch mehr nehmen können. Und es haben mir auch echt fast, ja eigentlich hätte ich alles mitnehmen können. Wenn ich das Geld gehabt hätte oder das Geld hätte, hätte ich glaube ich alles mitgenommen. So konnte ich nur eine Sache mitnehmen und habe mich dann letztendlich, oh Gott, das ist ja sogar verschlossen. Ich möchte es nicht rausholen. Ach, ich liebe es. 14 hours. Das ist wieder mein Computer, der zu mir spricht. Hättet ihr es anders gedacht, ich kaufe mir ein Streifenshirt. Aber das sieht wirklich ein bisschen anders aus. Und ist auch ein anderes Material als die anderen. Ist ja auch egal. Das sieht so aus, hat hier so einen ganz schönen breiten Kragen. Es ist super, super, super weich. So sieht es aus. Hat so einen eher lockeren Schnitt, aber jetzt nicht irgendwie mega oversized. Und so knappe Ärmel, die so gerade bis hier hingehen. Und es war sogar echt günstig. Andrea, eigentlich hätte ich mir noch ein anderes mitnehmen können. Es war irgendwie bescheuert, aber ich habe den Preis nicht gesehen. Ich dachte, es kostet auch 40 Euro. Es hat 19 Euro gekostet. Mist, ey, das sind eigentlich ganz normale Preise. Bei H&M kostet auch ein Oberteil so viel. Oh Mann. Ja. Egal. So, das war mein Kosseinkauf. Und dann waren wir bei H&M. Und das habe ich nämlich schon an ganz vielen Kunden gesehen, bei H&M, die das anprobiert haben. Immer.
Und dann habe ich es auf der Straße bei einem, also ich habe es bei eher älteren, eleganter angezogenen Frauen immer gesehen, bei H&M. Und dann waren wir bei Hamburg, waren wir in Hamburg. Und da habe ich es an einem sehr jungen Mädchen gesehen, die so ein bisschen stylisch angezogen war. Und dachte so, okay, alles klar, den musst du anprobieren. Und dann waren wir bei H&M. Und ich habe ihn angezogen, fand ihn echt gut. Und meine süße Andrea hat ihn, was mache ich denn? Andrea, tut mir leid, ich bin heute irgendwie echt aufgedreht und du kriegst heute wahrscheinlich ganz viele Kosenamen. Mein kleiner Spatz. Sie hat ihn auch genommen. Ich glaube sogar in der gleichen Farbe. Es ist so Navyblau. Und der hat so einen Kragen, der so ein bisschen höher geht. Also so in der Art Rollkragen, aber nicht so bis hier oben hin, sondern nur so ein bisschen. Und hat solche eng zulaufenden Ärmel, also fällt so ganz schön. Und hat hier auch noch so Taschen. Und bei mir ist der halt, also ich habe jetzt Größe XS. Hätte noch ein bisschen kleiner sein können. 19,95 hat er übrigens gekostet. Der geht jetzt so, dass er nur mit sehr engen Oberteilen bei mir gut aussieht. Oder dann halt mit solchen Schuhen. Und dann würde wahrscheinlich auch sehr gut so eine Schlagjeans ausziehen. Schlagjeans aussehen. Aber abgesehen davon, dass ich keine besitze, besitze ich auch nicht solche Schuhe und würde das wahrscheinlich auch im Alltag nicht tragen. Das war also völlig random. Und dann habe ich hier noch was nachgekauft, nachdem sie mir meinen Pullover nachgekauft hat. Und zwar hat sie sich diese Alexa Mulberry Bag Tube Tasche von New Yorker gekauft. Und ich dachte mir, oh mein Gott, weil bei mir geht ja Taschen immer in 0, nix kaputt. Wie meine geliebte Tasche hier, die ich immer noch nicht weggeschmissen habe, aber die hier völlig. Lassen wir nicht, uns nicht darüber reden. Ich sehe gerade, es irgendwie passt voll gut zu meinem Pulli. Jedenfalls gab es die und die Qualität sieht ganz, also es wirkt ganz okay von der Qualität. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ich von New Yorker zu erwarten habe. Aber, ja, die sieht ganz geräumig aus, hat auch eine große Tasche mit Reißverschluss hier und vorne ist auch noch eine Tasche. Und ich werde mir wahrscheinlich hier in den Boden so ein bisschen Pappe reinmachen, dass das ein fester Boden ist. Und ja, die Farbe finde ich auch sehr, sehr schön. Die gibt es auch noch in anderen Farben und anderen Materialien. Und die hat gekostet 22,95 €. Ja. Und das war's jetzt. Das war ein ultimativ langes Video. Aber es kam ja auch eine Weile nichts und es ist einiges zusammengekommen. Aber ihr seht, es ist jetzt nicht irgendein Schnickschnack. Also, es sind tatsächlich meistenteils Teile, die ich gerade im Gebrauch habe. Und jetzt, gerade dadurch, dass ich umgezogen bin, habe ich auch echt viel aussortiert. Oder es ist viel alle geworden und mir ist auch sehr klar geworden, dass das überhaupt keinen Sinn für mich ergibt, irgendwelche Sachen zu sammeln, weil ich da einfach nicht der Typ für bin. Und mich das eigentlich eher glücklicher macht. Irgendwie sieht mein Scheitel gerade komisch aus. Egal, tut mir leid. Mich das eigentlich glücklicher macht, wenn ich ein Rouge habe und das mache ich alle, eine Foundation, die mache ich alle und so weiter und so fort. Genauso wie mit Creme, mit Bodylotion, mit Dusche, mit was auch immer. Ja, und deshalb bin ich echt zufrieden mit meinem Einkauf. Hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich über die Kommentare. Bitte beantwortet beide Videofragen. Also nochmal das Schuhvideo neu drehen mit in der Sparte sozusagen, mit einem anderen Schuh zusammen und vielleicht noch Outfitbildern. Was war denn die zweite Frage? Guckt einfach den Anfang vom Video nochmal an. Entschuldigt, falls viele M's waren oder viele Fehlerchen, aber erstens und zweitens Stress und drittens lange keine Videos mehr gemacht. Also, bis zum nächsten Mal.